schon so ein bisschen abgeschrieben am 6. Spieltag. Da standen sie nur auf Platz 18. Und dann haben die sich so richtig berappelt. Und wie eben gesehen, stehen die inzwischen auf Platz 5. Das hat natürlich auch was mit der Veränderung dort zu tun. Markus Koczynski ist der Trainer und Patrick Hallatsch. Er hat eins geschafft. Er hat hinten den Laden dicht gemacht. So sieht's aus. Nur 11 Gegentreffer. Kein Team der Liga verteidigt besser als das von Markus Koczynski. Der hat seinen Fußballlehrer übrigens Ende März bestanden, zusammen unter anderem mit Mehmet Scholl und Stefan Effenberg. Die ersten 10 Minuten können wir uns sparen. Vorsichtiges Abtasten. Wir steigen ein mit einem Freistoß für Hansa in Blau-Weiß. Am Ball, das ist Haas. Orlishausen mit der ersten Arbeitsprobe bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Rostocks Trainer Marc Fascher muss auf seine beiden besten Torschützen verzichten. Smetana und Plath, die haben zusammen 13 Mal für Hansa getroffen. Danach passiert lange Zeit erstmal überhaupt nichts. Totale Langeweile im Ostseestadion. Nicht der Hauch einer Torchance. Dann nach 35 Minuten. Berger hat die Nase voll, versucht's aus der Distanz. Orlishausen war da sehr spät unten. Vielleicht war ihm die Sicht verdeckt. Aber dieser Pfostenschuss, offenbar ein Weckruf, auch für den KSC. Eine Minute später, jetzt läuft der Ball endlich mal schnell und direkt. Das ist Çalhanoğlu auf Alibas, Pelzer dazwischen. Kaum zu glauben, aber war das die einzig gute Offensivaktion der Gäste in der ersten Hälfte. Ansonsten hätte man die Tore heute auf beiden Seiten bis hierhin abbauen können. Bewegung in den ersten 45 Minuten, nur hier oben auf der Tribüne. Markus Koczynski muss sich was einfallen lassen. Zweite Hälfte, Karlsruhe mit einem Freistoß. Çalhanoğlu, die Leihgabe vom HSV, führt aus. Der Spezialist, Kempe, Müller. Und da hinten, das ist Mauersberger, die Führung. Und die ist überraschend. Der Innenverteidiger muss es also richten, irgendwie bezeichnen für diese Partie, denn die Stürmer, die sind bis dahin noch überhaupt nicht zu sehen. Kempe, der hat die Führung schon auf dem Fuß, klasse Reflex dann von Müller und Mauersberger hinten, den hat überhaupt kein Rostocker auf dem Zettel. Danach wird es dann hektisch, wir schauen auf den Zweikampf in der Bildmitte. Hier, Lehmanns hält Soriano, ein taktisches Foul, das wird mit Gelb bestraft. Der Belgier alles andere als einverstanden, macht das auch deutlich. Und die Konsequenz? Glatt, rot. Lehmanns soll den Schiedsrichter mit einem F-Wort beleidigt haben. Ein Bärendienst für die Rostocker, die nur noch zu zählt. Knappe Viertelstunde noch, Freistoß für den KSC, wieder Çalhanoğlu. Der absolute Spezialist der Karlsruher. Kempe, dann Hennigs, völlig frei, genauso wie Kempe, das 0:2. Der hatte zuletzt gefehlt, der Außenverteidiger, gelb gesperrt. Mit dem zweiten Treffer für die Karlsruher. Aber völlig naives Abwehrverhalten der Rostocker. Auch in Unterzahl darf das nicht passieren. Der KSC insgesamt nicht die bessere Mannschaft, aber cleverer. Es läuft schon die Schlussphase. Hansa hat nichts mehr entgegenzusetzen. Leichtes Spiel für die Gäste. Hennings ist das. Çalhanoğlu, wer denn sonst? Soriano, 3:0. Bitter für Rostock. Das Ergebnis doch ein wenig zu hoch. Aber der KSC, der hat heute einfach einen überragenden Vorbereiter. Und zwar ihn hier, Hakan Çalhanoğlu, legt auch seinen dritten Treffer auf. Seine Woche, Debüt in der U21-Nationalmannschaft, heute Matchwinner. Der HSV darf sich in der nächsten Saison auf einen Standardspezialisten freuen. Zwei Freistöße von Ihnen führten zu Toren. Inwieweit trainieren Sie das speziell? Ja, natürlich. Vor und nach dem Training gehe ich immer eine Stunde vorher raus und trainiere die Freistöße natürlich. Und das sind unsere Stärken im Spiel. Ja, das ist auch so immer gleich. Jeder weiß, dass wir gerne aufsteigen würden, dass wir alles dafür tun. Wir wissen aber auch, dass ein hartes Stück Arbeit. Wir bleiben auf dem Boden, arbeiten Stück für Stück und werden jetzt den nächsten Schritt machen im nächsten Spiel gegen Wien Wiesbaden. Die Klettertour des KSC geht also weiter. Direkter Wiederaufstieg nicht ausgeschlossen. Ja, die haben Lauf. Das war der 5. Sieg in Folge. Preußen Münster gegen Unterhaching. Das ist das Spiel des zweiten.